Meine lieben Söhne und Töchter Gottes, machen Sie sich keine Sorgen und haben Sie keine Angst vor dem, was Ihnen widerfährt. Schaut euch bitte dieses Video bis zum Ende an, springt nicht vor, denn diese Botschaft kann euer Leben verändern und ihr werdet verstehen, warum dies in eurem Leben geschieht. Meine Geliebten, anstatt euch Sorgen zu machen, fangt an zu beten. Seid in keiner Sache besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen vor Gott kund werden. Kommentiert, wenn ihr damit einverstanden seid, dass ihr eines Tages zurückblicken und Gott dafür danken werdet, dass er euch gegeben hat, was ihr braucht, anstatt was ihr dachtet, dass ihr wolltet. Gott ist mit euch. Gott ist für euch. Gott sieht euch, hört euch, kennt euch, liebt euch und kümmert sich um euch. Kommentiert Amen, wenn ihr dankbar seid und glaubt, dass alles genau richtig und zum richtigen Zeitpunkt geschehen wird. Es gibt keinen Grund, sich zu stressen und zu sorgen. Lebt in der Gegenwart und seid dankbar für alles, was ihr habt. Beeilt euch nicht und wählt es, das Leben durch die Linse des Flusses der Dankbarkeit zu sehen. Ihr seid gesegnet. Alles ist gut. Gebt 999 ein, um es zu beanspruchen. Gott sagt, gebt ihm all eure Angst, Sorge und Stress. Er wird euch mit seinem perfekten Frieden umhüllen und alle negativen Situationen in positive verwandeln. Gott liebt euch, mein Kind. Gott wird euch mit seinen Flügeln bedecken, und unter seinen Schwingen werdet ihr Zuflucht finden. Gott wird euch an Orte bringen, an denen die Menschen nicht denken, dass ihr hingehört, denn ich kenne die Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr, Pläne des Wohlstands und nicht des Unheils, Pläne, euch Hoffnung und eine feste Zukunft zu geben. Ich weiß, dass meine Geschichte ein glückliches Ende haben wird. Gott hat seine Hand über meinem Leben. Manchmal schaue ich einfach nach oben, lächle und sage, ich weiß, dass du es warst, mein Gott. Danke. Möge ich niemals an meinem besten Tag vergessen, wie sehr ich Gott auch an meinem schlimmsten Tag brauche. Gott erinnert sich an eure Tränen. Er vergisst eure Gebete nicht. Gott sagt, werdet nicht wütend über Schwierigkeiten und Probleme. Macht es besser, viel besser. Gott sagt, schaut nach oben und vertieft euch so sehr in mich, dass ihr erkennen werdet, dass die Probleme klein sind. Ich weiß, wie man Dinge plötzlich verändert. Ich kann die schlechten Menschen aus eurem Weg nehmen und plötzlich eine Tür öffnen, von der ihr nie geträumt hättet, dass sie sich öffnet. Mein Kind, möge der Beginn dieses neuen Jahres Glück und Wohlstand in dein Leben bringen. Mögest du mit allem, Körper, Geist und Reichtum, gesegnet sein. Gott sagt, triff einige gute Entscheidungen mit diesem Neuanfang und stärke deine Gesundheit und deinen Reichtum. Du solltest glücklich sein, nicht weil das Leben gut ist, sondern weil Gott gut ist. Gott sagt, lass die Enttäuschungen und Rückschläge des Lebens los. Halte dich an Gottes Verheißung für dich in der Zukunft fest. Gott sagt, dass du der revolutionären Segnung, die vor dir liegt, sehr nahe bist. Schau über deine aktuelle Situation hinaus. Du hast keine Ahnung von den Errungenschaften, die dich erwarten, wenn du diesen Muskel trainierst. Gott sagt, ich erkläre, dass der Fluch gebrochen ist. Deine Gesundheit wird sich verbessern und deine Finanzen werden anfangen zu wachsen. Gib 88 ein, um es zu beanspruchen. Gott sagt, sei geduldig. Meine Zeit ist perfekt. Ich habe etwas Größeres und Besseres für dich geplant. Ich liebe dich. Dein Glaube an Gott wird dich dorthin führen, wohin deine Füße dich nicht bringen können. Gib Amen ein, wenn du zustimmst. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich an deiner rechten Hand festhält und dir sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Gott hört dich, Gott sieht dich und weiß, was am besten für dich ist. Gott vergisst deine Gebete nicht. Er wird antworten, wenn die Zeit reif ist. Wenn du denkst, dass es zu spät ist,
flüstert Gott, wir verwenden nicht dieselbe Uhr. Wenn die Zeit gekommen ist, werde ich, der hier, es geschehen lassen. Kommentiere, Amen, wenn du zustimmst. Gott sagt, ich weiß, wie schwer es für dich war, aus dieser dunklen Situation herauszukommen. Ich weiß, welchen Preis es von dir mental gefordert hat. Ich freue mich für dich, weil du mir vertraut hast und wir gemeinsam überwunden haben. Ich liebe dich, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Tagesvers, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Gib 999 ein, um es zu aktivieren. Gott sagt zu dir, mein Kind, du hast gewartet, geweint, gebetet und im Glauben ausgeharrt. Jetzt stehst du kurz vor Segnungen und Durchbrüchen in allen Bereichen deines Lebens. Lasst uns beten, himmlischer Vater, heute wähle ich, an dich zu glauben und dir zu vertrauen, auch wenn die Dinge in meinem natürlichen Verstand keinen Sinn ergeben, denn ich weiß, dass du einen guten Plan für mich hast. Und ich vertraue darauf, dass du in allem, was geschieht, für mein Bestes arbeitest. Im Namen Jesu, Amen. Mein Kind, ich weiß, dass es Momente gibt, in denen du dir Sorgen um die Zukunft machst. Es ist leicht, sich um das zu sorgen, was du nicht kennst. Aber tröste dich mit dieser Wahrheit, ich gehe dir voraus, also gibt es keinen Grund, sich um deine Zukunft zu sorgen. Das nächste Mal, wenn du enttäuscht, frustriert, verletzt, allein oder besorgt bist, sei nicht erschrocken, gib nicht auf. Du musst nur geduldig sein, Glauben haben und alles in meine Hände legen. Denke daran, mein Kind, ich habe immer die Kontrolle. Habe Glauben, denn nur so wirst du aus dieser Situation herauskommen. Ich habe immer die Kontrolle, und für mich ist nichts unmöglich. Wenn du heute an das Wort Gottes für dein Leben glaubst, abonniere den Kanal und sage, ich glaube. Gott segne dich.